das Leben hat, dann ist das Allerwichtigste, dass man den Platz hat, den man zu Hause nennen kann. Und sowas habe ich für Louis und mich die letzten 2 Wochen geschaffen. Und zwar hier in Apartment 213. Unserer eigenen, ganz eigenen Wohnung in den USA. So, hier kommt man rein. Hier ist dann direkt die Küche. Das ist in Amerika so, da kommt man durch die Haustür und ist sofort mitten im Wohnzimmer. So, und über die Küche seht ihr unseren Wohnbereich. Hier sind 2 Schränke für Mäntel und sowas und hier ist unser Bad, also das Gästebad. Da ist Louis sein Stuhl und seine Puffs. Hier ist die Couch. Ja, immer, ihr seht es ja selber. Und hier ist Louis sein Zimmer. Hat hier auch einen kleinen Balkon. Da draußen steht noch so ein Tisch, den ich von der Dachterrasse in meiner alten Wohnung in Downtown mitgenommen habe, weil den keiner mehr wollte. Und den restauriere ich jetzt dann. Hier geht es in mein Schlafzimmer. Moment. Begehbarer Kleiderschrank. Zu klein, aber es ist ein Anfang. Und hier ist mein Bad. Es ist nicht groß, aber es ist sehr, sehr gemütlich und es ist unsers und es ist genau der richtige Platz, ja, für eine kleine Familie, für uns beide. Bist du gerade erst aufgestanden? Sehen deine Haare so aus, wenn du gerade aufgestanden bist? Nee, es braucht dir jetzt nicht peinlich sein. Ja, okay. Hast du Hunger? Na? Ja. So, nachdem die letzten 2,5 Wochen nur Arbeit waren und auch ganz viel Stress für Louis und mich, sind wir heute das erste Mal am Pool unserer neuen Wohnung. Also die Wohnanlage hat hinten einen Garten und einen Pool, den alle benutzen dürfen. Hier können wir auch grillen, das machen wir auch morgen mit unseren Freunden zum ersten Mal. Pumluf! Was machst du denn da? Pumluf! Bist du am Pool? Haben wir ganz fleißig gearbeitet die letzten 2 Wochen, jetzt bist du am Pool? Ist so ein Keks? Ist das jetzt gerade total interessant? Ja, so werden jetzt die nächsten Tage erstmal aussehen, denke ich. An unseren freien Tagen haben wir auch Zeit für ganz witzige Dinge, die wir gern machen. Ach komm schon. Jetzt magst du nicht mehr? Machst nicht mehr mit. Konzentrierst dich auf andere Sachen. Okay, gut. Jetzt komm. Oh, komm schon.